Oh, so, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Der dritte Tag, beziehungsweise auch der letzte Tag, heute ist nämlich Montag. Wir, also wenn ihr das seht, ist Montag. Rams ist noch halb schlaftrunken auf dem Weg, wieder mal Eier brüten. Wir haben wieder zwei Sektionen, zwei Teile. Wir gucken mal, ob wir heute noch ein Shiny bekommen. Ich glaube, wenn ich heute auch noch ein Shiny bekomme, was ich schon habe, dann haue ich das auch raus. Da muss ich aber, da schreibe ich dann irgendwas in die Videobeschreibung nochmal rein, wie wir das machen. Also, dann werde ich wahrscheinlich immer von einer Folge bis zur nächsten die Kommentare zählen, die bis dahin gekommen sind und darunter dann auslosen. Aber das habt ihr ja gestern schon gesehen, wenn ihr den Videotitel verfolgt habt. Wir laufen jetzt erstmal los. Wir gucken mal, ob wir heute ein Riolu bekommen. Oder vielleicht nochmal ein Kaumalat, das wäre auch heftig. Beziehungsweise, wenn ich einen Shiny Kaumalat brüte, heute in der Folge, tja, dann gewinnt das einer von euch, ne? Ich habe die Familie nämlich voll und deswegen geht's jetzt los. Wir brüten Eier. Eigentlich muss ich Pupsi abholen, die wartet schon seit 10 Stunden auf dem Parkplatz. Da habe ich gedacht, kann ich so lange nochmal Eier brüten, ne? Hey, wir fangen an. Bis dahin vergeht so viel Zeit, wer weiß. In zwei Wochen. Wer weiß, was in zwei Wochen ist. Vielleicht lebt man in zwei Wochen auch nicht mehr. So, Pupsi steht nämlich schon da mit der Pizza. Wollen wir mal kurz gucken. Da, Pizza. Pizza und Döner. Findet man manchmal so beim Eierbrüten. Wir müssen uns jetzt aber beeilen. Die dreht nämlich schon wieder durch. Also brüten wir mal ein Palimpalim. Klingblim meine ich natürlich, das habe ich ja bewusst. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst, ne? Das habe ich ja noch, aus Thema, wo kommt das denn her? Das war vorhin aber nicht drin. In die ganzen 100 Eier, die ich jetzt schon gebrütet habe, während des einen Tages natürlich. Riolu, war auf jeden Fall kein Klingblim drin. Keine Ahnung, was das auf einmal will. 555 mit? Ah, Santa Monica, California. Aber keine 15 Angriff, ich verstehe es nicht. Ist es nicht lustig, mit der Stimme so zu reden? Nee, ist nicht. Ein Knopsi, würde der Ispo jetzt wieder sagen. Das wollen wir eigentlich auch nicht. 1500 Staub aus Thema, okay. 3, 5 haben wir noch, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Da schreien die Kinder, da drehen alle durch. Das nächste Riolu, deswegen, ich verstehe es nicht, warum die Leute sagen, sie kriegen kein Riolu aus den Eiern. Hier, Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg, immer natürlich gerne mit. Wieder mal für Mirror Trades, aber nur für garantierte Lucky Trades. Wir wollen ja immer noch einen 100er mittlerweile. Das nächste Riolu, leider kein Shiny, aber ihr seht, die sind so häufig und die werden auch immer schlechter. Anzing, Bayern, Deutschland, nehmen wir auch gerne noch mit. Ich muss dann eh später noch mal los für die zweite Fuhre, weil ist ja heute letzter Tag, ne? Mobile, nehmen wir auch gerne mit. So muss man immer reden, so richtig genervt. Und Santa Monica, California, sag mal, kommt das wieder von denselben Leuten oder was? Wir machen weiter, zwei Stück haben wir glaube ich noch. Das geht auf. Bronze. Hätten shiny sein können. Beiß doch schon mal rein in die Pizza, ne? Nicht, dass es kalt wird. Boah, jetzt kommt noch die Titanic, da müssen wir aufpassen. In der Nähe von Anzing, Bayern, hat eigentlich auch gute Werte. Alle relativ hoch, aber natürlich keine auf 15. Das müsste das letzte sein mit Hippoterus. Heißt das so? Hippopotas, genau. Aber auch kein Shiny und nichts Besonderes. Gut, ist ein 96er, immerhin. Heidenheim an der Brenz, Baden-Württemberg. Das müsste das letzte sein. Hier sitzt auch noch so eins. Das können wir mal antippen. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Nein, ist es nicht. Ist ein normales. Das nehmen wir jetzt noch mit und dann hauen wir noch mal 8 Stück rein. Den Beutel lassen wir hier stehen. Wenn ihr mal in Hibu seid und seht so einen Beutel, lasst den auch stehen. Das erweckt immer Aufsehen. Ne, wir melden uns zurück, wenn die nächsten 8 Eier aufgehen. Pupsi ist nämlich schon richtig hart genervt mit Spezialsoße. Oh. So, wir sind zurück mit den nächsten 8 Eiern. Diesmal habe ich sogar ein Sternenstück angemacht, weil ich ja gesehen habe, dass sie gleich aufgehen.
Mal gucken, was das jetzt für einen Unterschied macht. Wir legen gleich los mit dem ersten. Ich hoffe immer noch auf ein Shiny Riolu. Vonera! Das wäre natürlich interessant. 1200 Staub. Das wäre interessant. München, Bayern. Das wäre interessant zum dritten Mal. Für den Valentinstag, für das Valentins-Event, wie gesagt, da gibt es ja dann auch Vonera als Baby-Shiny. Das heißt, ihr müsst schon wieder brüten. Shinox hier mit 1600 Staub aus Hildburghausen, 15 Angriff. Ihr wisst, 500 ist das 100er. Da muss ich euch am Ende noch was richtig Krasses zeigen. Am Ende des Events mache ich nochmal so ein kleines Best-of, so eine kleine Übersicht. Als nächstes haben wir Bronzel dabei natürlich. Gut für die Stahlmedaille, wenn ihr die noch nicht auf Bronzel habt, auf Gold habt. Jetzt habe ich den Sternstaub verpasst. Aus Wufeng District, Taichung City, Taiwan. Da, wo ihr also nicht hin dürft momentan, wo ihr nicht spielen sollt. Wer schickt mir denn von da Eier? Ich glaube, ich weiß, von wem das kam. Ich sage nur Milch-Challenge, Bruder. Dann haben wir einen Barmelin. Warum auch immer. Der Käsekringel darf nicht fehlen. 1200 in der Nähe von Hildburghausen, Thüringen, Deutschland. Brauchen wir aber auch nicht. Wir suchen doch die Shinies. Gebt doch noch mal was mit jetzt hier. Kaumalat. Wenigstens gibt es Bonbons und vielleicht was Gutes. 1600 Staub und Zellamelis. Na gut, KP 15. Kann man eigentlich weghauen. Obwohl 679 Bonbons. Da hätte ich das eine jetzt auch nicht mehr gebraucht. Da ist, glaube ich, genügend vorhanden. Mantirps. Ich sehe schon, wenn das als Shiny kommt, geht der ganze Schwindel wieder los. 1900 Staub. Hier noch. Oh. Ohlweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Zwei Stück haben wir, glaube ich, noch. Ich hasse Baby-Shinies. Warum genau ich die hasse, sage ich euch aber dann in dem Auswertungsvideo. Warum ihr die hasst, könnt ihr jetzt schon mal reinschreiben. 1200 Staub, schon wieder aus Taiwan. Ein Knospi, auch kein Shiny, brauche ich aber auch nicht mehr. Und das ist, glaube ich, jetzt sogar das letzte schon. Also wieder mal sehr unspektakulär. Mit dem Nilpferd, Bruder, das ist das letzte, aber auch kein Shiny. 2400 Staub, das ist, glaube ich, das höchste heute. Aus München, Bayern. Ein 96er, wie es ausschaut. Das ist, glaube ich, vom Vorbelastet, dürfte das sein. Da habe ich gesehen vorhin, dass der ein Ei aus Bayern hatte. Jo, das war's alles. Können wir mal hier das Zerpurze andrücken. Warum auch immer. Kann ja kein Shiny sein. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Das waren wieder mal zwei Eierladungen. Heute müsste Montag sein, wenn ihr das Video seht. Das Event geht ja, glaube ich, heute bis 22 Uhr. Obwohl auf der einen Seite stande um 10 frühs. Auf der anderen Seite stande 22 Uhr abends. Und das beides mal von derselben Seite gepostet. Was jetzt stimmt, weiß man nicht. Obwohl in der offiziellen Ankündigung steht natürlich 22 Uhr. Das wird stimmen. Ihr könnt also den ganzen Tag noch brüten. Vielleicht habe ich ja doch noch was bekommen. Das seht ihr dann am Dienstag im Auswertungsvideo, denke ich mal. Bis dahin schreibt ihr mal rein, ob ihr schon ein Shiny Riolu bekommen habt. Oder was anderes Cooles aus den Eiern. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.